Zwei niederländische Filmemacher bei der Arbeit. Bei einem verrückten Experiment, das sie bis in den bayerischen Wald verschlagen hat. So machen wir das in Holland. Es geht nicht ums Skifahren. Das machen Stefan und Albert nebenbei. Sondern um das ganz große Geld. Sie wollen aus nichts eine Million machen. Nur durch Tauschen. Wenn man eine Million hat, dann ist man frei. Ja. Das ist, was wir wollen. Aber wir wollen nicht arbeiten, wir wollen tauschen. Es macht mehr Spaß. Ja. Los ging es vor 2 Jahren mit einem Gratis-Kaninchen als erstes Tauschobjekt. Ein prima Anfang, solange es nicht davonläuft. Das ging dann an eine Frau, die ihre Einsamkeit damit vertreiben wollte. Für verschiedene Menschen ist es ein verschiedener Wert. Das ist auch das Einzigartige mit Tauschen. Ihr Kaninchen für die Frau, das war ein Million wert. Im Tausch gab es einen Halogenbackofen. Wert 30 Euro. Das Million ist ein Ziel. Und wenn wir das schaffen, das ist, eigentlich haben wir dann das System, das ökonomische System durchbrochen. Den Mini-Ofen tauschten die beiden bald gegen einen Dachaufzug, der schon etwas mehr wert war. Echt ein Toplift. 2 Handwerker brauchten den Dachaufzug, konnten sich diesen jedoch finanziell nicht leisten. Im Tausch stellten sie ihre Arbeitskraft eine Woche lang zur Verfügung. Jeder Tausch ist eine Geschichte, ist ein Abenteuer. Das Gefühl ist nicht, dass es Arbeit ist. Menschen wollen auch das Abenteuer mitmachen. Für die niederländische Band The Kick zimmerten die Handwerker einen Proberaum. Dafür gab es 2 Auftritte im Wert von 10.000 Euro. Das wiederum interessierte den Künstler Diederik Krajefeld. Er ließ die Band an seinem Geburtstag auftreten. Albert und Stefan bekamen im Tausch dafür ein exklusives Kunstwerk. Dass sie wiederum gegen einen Rolls-Royce wechselten. Das aufkommende Gefühl von Luxus hat aber auch seine Schattenseiten. Und meine Frau, die hat Angst vor Einbrechers. Sie möchte die Rolls-Royce nicht parkieren vor die Tour. Wir reilen heel vrolijk van niks naar een miljoen. Wir tauschen fröhlich bis zur Million. Aber es wird Spielverderber geben. Leute, die meinen, dass es bei uns was zu holen gibt. Einbrecher. Meine Frau hat Angst davor. Die Steuerbehörde wird irgendwann sagen, dass wir zahlen müssen. Das kann die Suppe versalzen. Aber erstmal waren da 2 Inhaberinnen einer Therme, die wie Thelma und Louise mit einem Rolls um die Welt fahren wollten. Sie boten im Tausch einen Gutschein für ein luxuriöses Spa-Wochenende für 150 Personen im Wert von 22.500 Euro an. Inklusive Probetag für Albert und Stefan. Schwierig war das Wellness-Arrangement. Das hatte eine lange Weile gedauert, bis wir das tauschen können. Goedlopende Supermarkt. Klingt wohl interessant. Die Lösung brachte der Chef vom Niederländischen kurz und fündig. Im Tausch gegen den Spa-Gutschein durften sie sich etwas im Wert von 30.000 Euro auf seiner Website Marktplatz aussuchen. Wir haben ein 6-Personen-Vakantie-Appartement. Es wurde dann eine Ferienwohnung. Ja, Passport, Koffer, vielleicht das Belangrijkste. Mesquite. Und zwar im bayerischen Wald. Also auf ins niederbayerische Altreichenau. Let's go. Wow. Dieses 6-Personen-Apartment gehört jetzt also Albert und Stefan. Das ist noch nicht die angestrebte Million wert, aber schon ziemlich toll. Wir haben auch noch 2 Balkons. Dit Balkon und dit Balkon. Wie immer wird auch dieser Schritt auf dem Weg zur Million filmisch festgehalten. Auf YouTube sind bereits 50 Videos zu sehen. Zum Tausch gehört übrigens auch eine Komplettverwandlung des bayerischen Apartments durch den niederländischen Innendesigner Julien Rademerker.
Das Haus ist jetzt ein bisschen Bayern und ein bisschen von Amsterdam. Ein bisschen von zwei Welten. Aber noch Kartonnetje. Aber es geht den beiden nicht nur um die Million. Darüber hinaus möchten sie mit der Einrichtung, die nur aus gebrauchten Gegenständen besteht, zeigen, dass man durch Tauschen, unabhängig vom Geldsystem, einen Mehrwert erzielen kann. Das ist wohl die Botschaft unseres Abenteuers. Einfach anfangen und weitermachen. Dann wird alles gut. Ich denke, jeder kann es, aber du musst nicht faul sein und Ausdauer haben. Willkommen in Tauschhaus. Es war einmal ein Kaninchen, aus dem eine Million werden sollte. Das ist die Wohnzimmer. Alles getauscht. Nach 2 Jahren und 8 Tauschaktionen sitzen Albert und Stefan in Bayern. Das Appartement ist für 6 Personen. Und die Betten, 4 Betten, sind in der Kast, in Mauer. So weit, so gut. Und was wünschen Sie sich als Nächstes? Wenn man tauscht, dann weiß man nie, was man bekommt. Wir haben verschiedene Angebote. Ein Flugzeug, wir haben ein Juweliergeschäft. Aber wenn jemand tauschen will und dieses fantastisch gestylte Appartement haben wollen, 6 Personen, dann kann man uns eine E-Mail schicken. Und wenn nicht, juhu, dann bleiben die Holländer vielleicht einfach hier im bayerischen Wald. Dreck, Mann.